Ja, willkommen heute zum freiwilligen Grundeinkommen und wie das Ganze im Endeffekt aus meiner Sicht mit Nachhaltigkeit sehr gut verbunden werden kann und damit auch einen nachhaltigen Veränderungsimpuls überhaupt in die Gesellschaft bringen kann, weil viele Projekte, die heutzutage laufen, haben Schwierigkeiten, dass sie in dem Sinne nicht nachhaltig sind, weil sie meistens von externen Finanzgebern oder von ehrenamtlichen Mitarbeitern angewiesen sind und damit natürlich die Schwierigkeit ist, wie kriegen die Leute im Endeffekt ihren Lebensunterhalt zusammen? Und dazu erst einmal ein paar Auszüge aus der Agenda 21, also aus diesem Papier, was damals in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet wurde. Und ja, einen Punkt, der sozusagen dort drin steht, ist das Thema Armutsbekämpfung. Da geht es vor allen Dingen darum, was hier schon interessant ist in der Formulierung, es geht nicht darum, den Menschen Teilhabe zu verschaffen oder im Endeffekt sie in der Gesellschaft irgendwo Lebensunterhalt zu sichern, sondern es geht eigentlich eher darum, dass sie selber sozusagen Arbeitsplätze haben. Also es ist eigentlich sehr hier in dieser Richtung gedacht, dass es immer gegen Arbeit ist. Also dass dieser Arbeitsgedanke und dieser Erwerbsarbeitsgedanke, den wir heute noch sehr stark haben in der Gesellschaft, der ist sozusagen auch hier so ein bisschen spürbar, dass es nicht darum geht, wirklich das, was wir haben, mit den anderen zu teilen oder zumindest eine Grundversorgung sicherzustellen. Bei der Nachhaltigkeit, die ja dann sozusagen ein anderer großer Punkt ist in dieser Agenda 21, da ist es zumindest, also man sieht so ein bisschen, dass zumindest nachhaltig, also beziehungsweise das umweltverträglich wird es hier genannt. Die Frage ist natürlich, was soll an der Stelle umweltverträglich heißen? Weil an mehreren Stellen in dem Agenda-Papier ist durchaus so ein bisschen zu spüren, dass da noch so Wachstumsgedanken drinstecken, dass man möglichst viel rausholt, weil es gibt dann auch einen Punkt, wo es dann darum geht, die Ressourcen des Meeres zu erschließen und so weiter. Das ist die Frage, also wenn wir jetzt eigentlich schon genug haben, warum müssen wir sozusagen noch die ganzen neuen Sachen ausbeuten und so. Also da ist so, muss man auch ein bisschen, ist dann spannend in der Agenda zu lesen, was tatsächlich nachhaltig für mich wäre, zu sagen, wir brauchen Kreisläufe, die zu 100% geschlossen sind. Das heißt, weil es gibt auch einen großen Block da drin, der sich mit Abfall auseinandersetzt. Und da ist eigentlich schon aus meiner Sicht der verkehrte Ansatz. Solange ich immer noch von Abfall rede, habe ich nicht verstanden, was nachhaltig sein soll. Weil im Nachhaltigkeitsaspekt müsste ich eben sagen, es gibt keinen Abfall mehr. Ich habe Kreislaufwirtschaften, ich habe Recyclingquoten letztendlich von 100% und muss eigentlich gar nicht mehr von Recycling sprechen, weil alle Rohstoffe letztlich, während sie einmal für ein Produkt verwendet werden, danach auch wieder in ein neues Produkt überführt werden. Und das sind so ein bisschen, also wie gesagt, es sind viele Sachen, die in dieser Agenda drinstehen, es sind sehr viele politische Aspekte drin, aber für Nachhaltigkeit, da kann man durchaus noch mehr machen. Und deswegen gehe ich sozusagen dann dort weiter und was dann auch mal den Vergleich zu haben, weil warum habe ich das mein Grundeinkommensmodell jetzt freiwilliges Grundeinkommen genannt und beziehe mich nicht auf das bedingungslose Grundeinkommen? Weil es hier auch sehr gravierende Unterschiede gibt. Also hier auf der linken Seite sind so die Themen, was sozusagen Schwerpunkte sind, die das BGE ausmachen, das bedingungslose Grundeinkommen. Und auf der rechten Seite sind sozusagen dann gegenübergestellt, was jetzt die bedingungslose Grundeinkommensmodelle von meinem freiwilligen Grundeinkommensmodell unterscheidet. Zunächst einmal ist natürlich klar, ich sage ja, mein Grundeinkommensmodell kommt aus der privaten Wirtschaft, also von mir als Privatperson zu Privatperson und der Staat ist außen vor. Das heißt, während der Staat letztlich die Finanzierung auf entweder Steuern oder Umlagen, da gibt es das Take-Half-Modell zum Beispiel, wenn man sagt, dass die Einnahmen zur Hälfte letztlich in den Topf fließen für das Grundeinkommen, oder Konsumsteuer, was Götz Werner im Endeffekt sehr stark vertritt, wo man dann von 50% bzw. bis zu 100%, je nachdem wie man es dann tatsächlich ausdrückt, letztlich in den Konsumsteuern drin ist. Und damit aber auch genau das Problem ist, weil für mich ist, soll das Grundeinkommen vor allen Dingen eine Option öffnen, das heißt die Erwerbsarbeit aufzugeben, zumindest runterzufahren, aus dieser Schiene rauszukommen, Arbeitsplätze sozusagen nicht zwingend haben zu müssen. Und da ist das Problem, wenn ich die Finanzierung genau auf dieser Basis habe, entweder Konsum, das heißt, ich muss den Konsum beibehalten und darf ihn nicht abschmälern, das heißt, weniger zu verbrauchen ist dann eigentlich nicht sinnvoll und Erwerbsarbeit kann ich auch nicht runterfahren. Ich kann die Leute da nicht einen Tag nach Hause schicken, weil wie soll dann im Endeffekt die Finanzierung für das Grundeinkommen laufen? Weil entweder ich müsste ständig die Quoten erhöhen, was bei Erwerbsarbeit dann in der Hinsicht sehr problematisch wäre, weil je mehr ich natürlich die Erwerbsarbeit, also diejenigen, die eigentlich die Produkte, die wir noch zum Leben brauchen, herstellen, dann besteuere, mache ich Arbeit immer unattraktiver.
die Diskussion ist ja im Endeffekt schon im Hartz IV geführt worden, von wegen, wir haben da Grenzfälle, wo bis zu 90% der Zuverdienste letztlich weggesteuert werden oder beziehungsweise eben wieder abgenommen werden, weil dann die Anrechnung so funktioniert. Das ist ja kein Anreiz dafür, wirklich arbeiten zu gehen. Und letztlich aus meiner Sicht das bedingungslose Grundeinkommen, egal welche Modelle man sich da anschaut, hat im Endeffekt immer das Problem, dass sie sozusagen, wenn sie diese Alternativen denken wollen, weniger Konsum, weniger Arbeit, nehmen sie sich ihre eigene Basis und müssen letztlich die Quoten immer weiter hochfahren. Und dann ist natürlich das, was dem Staat zu eigen ist, dass der Anspruch garantiert werden soll. Das ist sozusagen auch die Grunddefinition, was auch das Grundeinkommensnetzwerk unbedingt sagt. Es muss sozusagen einen verbrieften Anspruch geben. Aber Anspruch heißt immer, ich kann die anderen dazu zwingen, es geben zu müssen. Und das ist halt dieser ganze Staatsmechanismus zu sagen, Steuern kann ich ja nicht freiwillig zahlen, sondern zu Steuern zahlen werde ich verpflichtet und ich kann mich dagegen sozusagen nicht zur Wehr setzen. Man kann natürlich immer noch dann sagen, okay, ich zahle sie sowieso freiwillig, aber wenn es sowieso freiwillig gezahlt werden würde, müsste ich sie ja nicht verpflichtend machen. Also deswegen ist eben gerade das Grundeinkommen, weil er sehr viel mit Freiheiten und individuellen Freiheitsmöglichkeiten, Entfaltungsmöglichkeiten gesprochen wird, da wird immer dann nur die Empfängerseite angeschaut. Aber diejenigen, die das letztlich leisten müssen, sowohl, dass sie die Waren weiter produzieren, die halt dann zum Lebensunterhalt gebraucht werden, als auch natürlich dann in den staatlichen Modellen die Finanzierung letztlich stemmen müssen, die werden dabei eigentlich größtenteils ausgeblendet. Weil da, also das wird in der Argumentation kaum beleuchtet, dass da Freiheiten deutlich eingeschränkt werden im Vergleich zu dem, was auf der anderen Seite ermöglicht werden soll. Und was ich am kritischsten sehe, ist letztlich, dadurch, dass wir in diesen demokratischen Strukturen leben, basieren die Entscheidungen auf Mehrheitsentscheidungen. Das heißt, einmal hat eine Gruppe es geschafft, über 50-51% zu bekommen und dann ist dieses Ding gesetzt und dann komme ich da kaum wieder raus. Das ähnliche Problem haben wir heute mit der Rentenversicherung. Wir haben ja schon gesehen, wie schwierig es überhaupt gewesen ist, irgendwelche Umbaumaßnahmen von wegen Rentenalter verschieben, Dinge verändern. Und wenn man sich schaut, wo das eigentlich mal hergekommen ist, sieht man, dass diese Strukturen nicht reformierbar sind, weil man keine Mehrheiten dafür zusammenbekommt. Und das ist in der Hinsicht halt sehr problematisch, wenn man dann sagt, wir machen jetzt ein Grundeinkommen, dass er dann letztlich für die ganze Gesellschaft in irgendeiner Form bindend ist und dass keine nachfolgende Generation mehr so ohne weiteres die Wahl hat, zu sagen, halte ich das wirklich für sinnvoll oder wenn sich die Gesellschaft wieder entwickelt oder Schritte weitergeht, dann bekommt sie da auch nicht raus. Und deswegen sozusagen die Gegenelemente im freiwilligen Grundeinkommen. Das erste ist natürlich, ich brauche keine Finanzierung, weil der Hauptpunkt ist, ein Grundeinkommen muss nicht finanziert, sondern geleistet werden. Weil ein Grundeinkommen, es geht ja nicht darum, dass die Leute mit Geld versorgt werden, sondern dass die Leute mit den lebensnotwendigen Elementen versorgt werden. Das heißt eben, dass sie ihre Wohnung haben, dass sie Wärme bekommen, dass sie Kleidung bekommen, dass sie Lebensmittel bekommen. Und das hat alles, das hat nichts alles, das, dazu braucht man nicht zwingend Geld, sondern das muss man nur aus der Gesellschaft letztlich übertragen können, zu sagen, wer kann das produzieren, wer kann es herstellen und nach welchen Regeln geben wir das weiter. Mit Geld ist es ungemein praktisch, weil zum einen, weil wir sowieso gewohnt sind, also wir sind aktuell die Verwendung von Geld so gewohnt, dass wir das sozusagen auf alle Lebensbereiche immer weiter ausweiten und auf der anderen Seite macht es uns sozusagen diese Globalisierung, von der es die ich auch nicht komplett aufheben würde, sondern es sind viele Sachen, die in der Globalisierung durchaus sinnvoll sind. Angefangen von der Arbeitsteilung, Spezialisierung, bis dazu, dass wir bestimmte Ressourcen halt eben nicht hier vor Ort haben. Weil wenn wir sagen würden, alles besteht aus Regionalisierung, dann haben wir das Problem, wie stellen wir Computer her, wenn wir im Endeffekt nur Ressourcen aus Deutschland nehmen, wo bekommen wir die notwendigen Materialien her? Das heißt, Globalisierung an sich ist durchaus wünschenswert, aber eben nach besseren Regeln, dass diejenigen, wo die Ressourcen abgebaut werden, auch vernünftig davon profitieren können. Beziehungsweise, wenn eben dieses Grundeinkommen, weil ich gehe da nachher zwar auf das deutsche Beispiel ein, was die Effekte sind und wie das geregelt wird, aber grundsätzlich ist es sozusagen weltweit kompatibel. Das heißt, man könnte das genauso gut weltweit für alle Menschen gleichzeitig ausrollen und sagen, okay, dann haben die Arbeiter da unten die gleichen Möglichkeiten und müssen auch nicht mehr in diesen Minen oder sonst irgendwelchen schädlichen Umgebungen arbeiten und können sich selber freier entscheiden. Aber das ist natürlich alles ein fließender Prozess. Deswegen eben auch so wichtig, da ich das direkt ans Geld anhänge, habe ich im Endeffekt eben diese Finanzierungsproblematik aufgelöst. Das heißt, ich hänge nicht daran, wie der Konsum sich entwickelt, ich hänge nicht daran, wie sich die Erwerbsarbeit entwickelt. Beide Entwicklungen können sozusagen komplett frei sich
möglichst runterfahren. Also Erwerbsarbeit auf jeden Fall sollte sich runterfahren. Bei Konsum müsste man halt schauen, wenn die Menschen dann merken, wie wenig der Konsum ihnen sozusagen an Lebensglück wirklich schenkt. Aber das ist eine Erfahrung, die müssen die Menschen erstmal machen, dass sie den notwendigen Konsum, den sie meinen, der ihnen heute fehlt, sozusagen teilweise ausprobieren können. Und wenn sie dann feststellen, eigentlich ist das, was Menschen glücklich macht, andere Menschen, dann merken wir wahrscheinlich ziemlich schnell, wie wenig wir sozusagen an materiellen Dingen dafür konsumieren müssen. Und natürlich, da es eben freiwillig ist, ist genau der Punkt, ein Anspruch besteht da nicht darauf, aber dafür kann es trotzdem jeder mitmachen. Das ist halt dann einfach nur die Regelung. Die Frage ist, warum muss jemand einen Anspruch haben, wenn es selbstverständlich wird, dass er es bekommen soll? Aber das ist eben auch wieder die Vereinbarung zwischen denen, die dann mitmachen. Und vor allem das Schöne in dem Unterschied ist, ich brauche eben nicht die Mehrheiten, so wie in dem anderen Beispiel, auf der anderen Seite, sondern dadurch, dass es ein freiwilliges System bleibt, auch in Zukunft, ist, soweit es eben andere Systeme parallel gibt, weil das soll ja nicht die einzige Währung sein, im Moment wäre es ja parallel zum Euro, wo sie dann umläuft, es ist so, dass jede neue Generation sich immer noch wieder entscheiden kann. Also ich halte vom Grundeinkommen nichts, ich finde nicht gut, wenn Leute sozusagen, ohne dass sie etwas leisten, etwas bekommen. Ich nutze eventuell zwar das Zahlungsmittel, aber ich will sozusagen diesen Grundeinkommen, also diese Partizipierung will ich nicht haben und sage einfach, da steige ich aus und mache da nicht mit. Und je nachdem, wie sich die Gesellschaft verändert, auch die Tendenz zu sagen, weil eventuell ist dieses Modell auch tatsächlich ein Übergangsmodell, zu sagen, bis wir in eine Gesellschaft kommen, die wieder oder mehr ohne Geld funktioniert. Das heißt, dass Menschen von sich aus etwas geben und beitragen wollen und dass das so viel ausmacht, dass wir das nicht mehr mit Geld aufrechnen müssen, weil wir Anerkennung als möglichen Faktor so stark haben, dass die Menschen, die etwas tun, sozusagen nicht mehr in Geld aufgewogen werden müssen, sondern es einfach aus der Freude tun, mit anderen in Gesellschaft zu leben und sich da einzubringen. Deswegen ist es für mich eben wichtig zu sagen, dieses System ist nicht in der Form statisch und einmal gesetzt, sondern es kann wirklich jederzeit entsprechend der menschlichen Entwicklung auch wieder angepasst werden und passt sich sozusagen fast automatisch mit an. Dazu sozusagen die Regeln. Genau. Also hier sozusagen die technische Seite, im Endeffekt dieses Geldsystem, weil das, also Kredere ist sozusagen der Name der Währung und wie schon gesagt, es ist eine freiwillige privatrechtliche Währung, mit der wir jederzeit anfangen können. Das heißt, in dem Moment, wo wir uns hier einigen, dieses Zahlungsmittel zu akzeptieren, können wir das unter uns sozusagen florieren lassen und auch für uns einfach erzeugen. Und die Erzeugung ist eben so, zu sagen, dass ich langsam anfange, damit die Menschen erstmal sich daran gewöhnen können, das Zahlungsmittel zu benutzen, damit es auch von den Geschäften nach und nach angenommen wird, weil es natürlich einen Übergang braucht von Euro-Annahme bis, weil da natürlich viele Steuern und so weiter dranhängen, Abgaben für Unternehmen, die können die nicht mit Kredere automatisch bezahlen, deswegen dann einfach mit 100 anfangen im Monat. Und je nachdem, wie viele Menschen in Deutschland dann tatsächlich mitmachen, also hier unten stehen ja die kurzen Zahlen, das heißt eben am Anfang starten wir generell mit 100 Kredere. Bei 40% würden wir dadurch eben, bei 40% wären es einmal 400 Kredere, die dann sozusagen durch die Beteiligungsquote dazukommen und dann noch die 100 Kredere, mit denen wir gestartet haben, sind wir schon bei dem halben Betrag letztlich bei 500 und ab 90 würde letztlich der Maximalbetrag erreicht werden. Das heißt, auch dieser Puffer, so wenn so das mal ein bisschen die Teilnahmequote schwankt, meinetwegen 95 auf 93 fällt oder wieder auf 97 steigt, dann würde das bei den Menschen noch nicht sozusagen das ständig die Zahlen wechseln, sondern die könnten sich darauf verlassen, dass sie ihre 1000 Kredere im Monat bekommen und könnten darauf sozusagen ihr Leben ausrichten, zu sagen, okay, das ist die Basis, mit der komme ich auf jeden Fall zurecht und was kann ich jetzt darüber hinaus machen, brauche ich mehr, gehe ich arbeiten, biete ich meine Arbeitskraft an, meine Leistung oder reicht mir das, habe ich im Endeffekt schon so weit, wenig Bedürfnisse, die ich in Konsum umsetzen muss, sondern verbringe meine Zeit eher mit Menschen oder mit ihnen zu arbeiten, ihnen was beizubringen oder von ihnen zu lernen, je nachdem. Und dazu als Gegengewicht, weil das ist ja dann die Geldschöpfung in dem Moment mit der Auszahlung, kommt dazu der Baustein, dass es auch wieder vernichtet wird. Also das heißt, dieses Geld, wenn ich die 100 Kredere einen Monat lang liegen lasse, geht 1% weg. Das heißt, dann liegen am Monatsende nur noch 99 da. Und das ist letztlich aus meiner Sicht auch so
die am wenigsten schmerzliche Geschichte, weil das Geld, was ich ja nicht ausgegeben habe, brauche ich offensichtlich nicht. Das heißt, es ist für mich kein dringender Bedarf, dieses Geld zu nutzen. Und dann geht es sozusagen wie in einem, also für mich ist immer das schöne Beispiel Wasserkreislauf. Das heißt, das Wasser ist verdunstet, regnet herunter, dann geht es entweder für die Pflanzen durch oder es versickert erstmal im Boden, bis es dann irgendwann wieder verdunstet. Und dieses Verdunsten ist sozusagen immer wieder diese Geldvernichtung mit 1%, damit das Wasser immer wieder von vorne in den Kreislauf geht. Das heißt, immer wieder, es hat eventuell erstmal ein paar Umsätze gemacht, von wegen, die Person hat damit ihre Miete gezahlt, der Mieter hat damit vielleicht einen Handwerker bezahlt, der irgendwas repariert hat, der Handwerker hat wieder Lebensmittel gekauft. Aber irgendwo ist es dann sozusagen längere Zeit liegen geblieben und dann löste sich halt einfach auf, weil da war sozusagen der Weg des Geldes als Zahlungsmittel zu Ende. Es ist dann, hat dann keine weitere Fortsetzung mehr gefunden und kommt dann wieder an dem Anfang, der wieder seine Miete zahlen muss oder beziehungsweise seine Lebensmittel kaufen muss, bei dem kommt immer wieder was Neues an, damit eben dieser Lebenskreislauf letztlich auch immer wieder starten kann. Genau, hier so ein bisschen die Geldmengenzahlen. Ich weiß nicht, inwieweit überhaupt jemand sich schon mit den Geldmengen wirklich schon mal auseinandergesetzt hat. Da komme ich gleich noch in der Grafik genauer dazu, um die Situation heute und zukünftig zu vergleichen. Weil die 8, im Endeffekt hier die 8.000 Milliarden, also 8 Billionen Kredere, wäre sozusagen das Maximale, was bei 80 Millionen und 1.000 Kredere im Monat sozusagen zustande kommen würde. Wichtig ist für mich an der Stelle letztlich, ich denke von der EZB diese Thematiken, dass die ja im Moment viel Geld im Moment versuchen in Umlauf zu bringen, wegen irgendwelchen Sachen, die sie steuern wollen und so. Ich denke, das ist mal irgendwann durch, also sicherlich auch mal aufgeschnappt worden. Und diese ganzen Mechaniken, was sozusagen die EZB macht, dass die da an der Geldmenge rumschraubt, dass die versucht, Geld in den Markt zu pumpen, um irgendetwas zu tun, das halte ich halt alles für ein ziemlich unnötiges Spiel. Vor allen Dingen in der Hinsicht, wenn ich das so geändert habe, dann ist die Geldmenge sozusagen direkt korrespondierend mit den Menschen, die da sind. Und weil Wirtschaft ja primär aus meiner Sicht an den Bedürfnissen der Menschen angesiedelt sein sollte, ist es auch nur notwendig, die Geldmenge so ein bisschen auszurichten, zu sagen, okay, wir haben jetzt so und so viele Menschen, die Menschen haben Bedürfnisse, damit sie die Bedürfnisse letztlich auf einem Marktsystem, so ähnlich wie wir es heute dann haben, kommunizieren können bzw. wahrgenommen werden, brauchen sie Geld, damit sie im Endeffekt Nachfrage gestalten können. Und das heißt, eigentlich brauche ich die Geldmenge nur an den Menschen auszurichten, weil an wem sollte ich es sonst machen? Das ist sozusagen nicht sinnvoll, an irgendwelchen Banken, Finanzinstituten oder eventuell dann den Unternehmen letztlich die Geldmenge auszurichten, weil eigentlich soll ja alles, was die Wirtschaft leistet, für den Menschen sein und nicht für irgendwelche anderen Zwecke oder Personengruppen. Und natürlich, was ich nicht vergessen möchte, ist hier dieses ganze System, das ja selber privat finanziert wird, wird dann im Endeffekt von den Personen, die von dieser Geldschöpfung profitieren, getragen. Das heißt, sie zahlen 10 Euro im Monat, bekommen dafür erstmal die 100 Kredere, später halt entsprechend mehr, je mehr Menschen mitmachen. Aber die Gebühr bleibt sozusagen gleich mit den 10 Euro, beziehungsweise wer das ganze Jahr im Voraus zahlt halt dann zum Beispiel 100 Euro. Und wenn wir halt dann bei 40 Millionen sind, also eher bei 50% der Beteiligungsquote, wie viele Menschen mitmachen, dann kann man es auch paritätisch zahlen. Das heißt, man bezahlt dann 5 Euro und zahlt 5 Kredere dazu und hat dann sozusagen auf dem gleichen Niveau, wie sich die Währung in der Bevölkerung sozusagen verbreitet und auch Akzeptanz findet. Weil es geht ja auch darum, dass die Sachen, die sozusagen hier finanziert werden müssen, eventuell ein paar Gehälter, Computer, Software, Technik, die kann ja dann sozusagen im gleichen Maße auch mit Kredere bezahlt werden, in dem Maße, wie es halt in der Bevölkerung ankommt. Also deswegen so diese stufenweise Angleichung. Und jetzt sozusagen nochmal ein bisschen... Ich habe dann ein paar Fragen dazu, ja? Vielleicht klären die sich ja noch. Mhm. Heißt, also kann man dann davon ausgehen, diese zahlweise Kredere ist an ein Lebensmodell gebunden? Nee, also irgendein Lebenskonzept steht da nicht dahinter. Da, also aha. Wie sie ihr Leben gestalten, ist dann komplett okay. Frei. Aha. Dann entspricht die Zahl der Kredere ist in irgendeiner Weise auch dem Euro oder das eine mit dem anderen nichts zu tun? Also es ist schon das Ziel, dass, genau, das hatte ich jetzt nicht gesagt, also Ziel ist schon, dass die Kaufkraft 1:1 ist, also dass 100 Kredere im Moment 100 Euro Kaufkraft entsprechen, aber das kann ich nicht durchsetzen. Und das, also im Endeffekt dieser Wechselkurs letztlich, der sich irgendwo ergibt, ist eine Marktgeschichte, das heißt, das müssen die Unternehmer selber entscheiden, ob sie es für 1:1 annehmen, aber Ziel ist es zumindest,
sie dazu aufzufordern, es zu tun. Weil die Macht, sie zu zwingen, habe ich nicht. Ich will ja höchstens versuchen, dass sie es annehmen. Aber also Ziel ist es auf jeden Fall, dass es 1:1 ist. Und das mit dieser Geldvernichtung verstehe ich nicht. Würde man jetzt einen Menschen fragen, man hat ja immer einen Grund, Geld auszugeben, und den meisten Menschen reicht ja ihr Geld nicht. Sich vorzustellen, dass da was übrig sein soll. Und dann will ich noch wissen, und das soll dann als Stadt wieder dienen für eine weitere Geldgabe. Verstehe ich das richtig? Also das ist im Endeffekt der Unterschied, weil diese Geldvernichtung ist eben keine einsame Funktion, die das dann wieder verteilt wirklich, weil das passiert nicht, sondern es wird tatsächlich aufgelöst. Das heißt, so wie, als wenn ich den Geldschein sozusagen am Ende der Kette verbrenne. Also und wo dann, liegt dieses Geld, das dann aufgelöst? Das ist eine elektronische Währung. Das heißt, es läuft sozusagen einfach über die Computer und da wird es automatisch vermindert. Deswegen, also man muss sich auch nicht so vorstellen, dass sie jetzt sozusagen, bevor dieser Monatsende ist, dass sie das dann schnell ausgeben, weil es natürlich elektronisch jeden Abend, also jeden Abend wird 1/30%, also das ist so klein, dass man die Einzelbeträge gar nicht feststellt und man gibt das Geld dann auch. Was ist denn der Sinn davon, Geld zu vernichten? Ich verstehe das nicht. Im Endeffekt die Notwendigkeit, damit ein Geldsystem funktioniert, heißt, die Geldmenge muss beschränkt bleiben. Die Geldmenge kann nicht unendlich wachsen. Das ist genau diese im Endeffekt die Folie, die ich gleich zeige, weil da gehe ich nämlich dann darauf ein, wie sich diese beiden Geldsysteme verhalten. Also hier diese dunkelblaue Linie, das ist sozusagen die Entwicklung der Geldmenge, die jetzt Credere ausmacht. Also das sind deswegen hier auch, hier ist diese 8, hier drüben ist mal die 8000, also das ist ja diese 8 Billionen letztlich, die ich gesagt habe, und hier sieht man, wie sie sich angenähert hat. Also von den Zahlen her, es ist sozusagen Beginn 1999, die ersten zwei Jahre sind hier jetzt nicht abgebildet, das ist sozusagen, als der Euro formal eingeführt wurde, weil in Bargeld haben wir ihn ja erst ein bisschen später bekommen. Und das sind die grünen Linien, also die dunkelgrüne Linie ist sozusagen der jetzige M3, also die letzte Geldmenge in Euro für Deutschland bezogen. Und wir sind jetzt 2015 bei hier, bei den 2,4 Billionen. Also das ist sozusagen das sind die realen Zahlen, die aktuell in den Statistiken von der Bundesbank zum Beispiel veröffentlicht werden. Und dazu diese hellen Zahlen, also hier einmal die hellgrüne und einmal die hellblaue, das sind die Wachstumszahlen pro Jahr. Also immer vom Januar des einen Jahres bis zum Januar des Folgejahres sind das sozusagen immer die Wachstumszahlen. Hier sieht man natürlich bei Credere am Anfang, wir gehen ja hier vorne von einem sehr niedrigen Betrag aus und steigen dann relativ stark an. Deswegen ist hier auch natürlich die Wachstumskurve entsprechend steil, aber fällt dann immer weiter ab. Bis hier hinten, also sozusagen hier in dem für 2015 hätten wir jetzt, wenn Credere 1999 mit eingeführt worden wäre, hätten wir jetzt noch ein Geldmengenwachstum von 2,2%. Während im Endeffekt die Geldmenge für den Euro aktuell noch um 5,95% im Endeffekt für von Januar 2014 bis Januar 2015 gewachsen ist. Und man sieht auch hier, dass diese einzelnen, also das größte Wachstum, was wir seit der Einführung hatten, war, ich glaube, das ist 2008 rum, eben mit über 11% in einem Jahr, dass die Geldmenge zugenommen hat. Das spiegelt sich in den Preissteigerungen natürlich nicht wieder. Und das ist halt auch die Frage, was tatsächlich von diesen Preissteigerungszahlen zu halten ist, wenn man sieht, was tatsächlich mit der Geldmenge passiert. Und hier im Endeffekt das Überschießen nochmal letztlich 2009 zu 2010, wo dann die Geldmenge tatsächlich real nochmal geschrumpft ist, die man im Endeffekt auch in den Statistiken, was die Preissteigerung ansieht, nicht wirklich wiederfindet. Interessanter ist für mich, also hier im Vergleich, wir wären mit dem Credere sozusagen von 99 bis diesem Jahr bei 6,8 Billionen, hätten also schon die meisten Credere sozusagen erzeugt, die wären schon irgendwo im Umlauf, wären schon bei irgendwelchen Personen gelandet. Und letztlich in 30 Jahre später, also 2045 von jetzt angesehen, würden sich die Geldmengen schneiden. Das heißt, ich habe hier jetzt unterstellt weiterhin ein 4%iges Wachstum von der Geldmenge, was nicht sehr unwahrscheinlich ist, weil die Bundesbank selber eine Zielgröße von 4,5% ausgibt. Das heißt, eigentlich ist das Ziel, jedes Jahr die Geldmenge um 4,5% zu erhöhen. Und eben hier sieht man dann, weil prozentuales Wachstum eben auch immer Exponentialfunktion bleibt, dass
die sich hier dann schneiden und danach geht der Euro sozusagen weiter nach oben, was auch immer das dann tatsächlich für die Preisstabilität bedeutet und was dann überhaupt mit den Preisen passiert. Aber 30 Jahre ist für die meisten Menschen noch ein überschaubarer Zeitraum, der ist noch erlebbar. Und deswegen ist sozusagen aus meiner Sicht auch diese 8 Billionen ist jetzt kein Wert, der nicht erreicht werden kann, auch mit dem normalen Geldsystem, und zwar das in relativ kurzer Zeit. Gibt es zu der Grafik irgendwie eine Frage? Also wie gesagt, ich wollte bloß mal die beiden Geldmengen gegenüberstellen, wie sozusagen die Geldmenge hier eigentlich eher, das ist so eine natürliche Wachstumskurve, wie man auch in der Natur, wenn man bei Pflanzen oder wenn man die Kinder anschaut, am Anfang wachsen die ganz, ganz schnell, danach wachsen die deutlich langsamer und so ab dem Alter geht es dann eher wieder rückwärts. Und während bei dem Geldsystem, was wir heute haben, sozusagen eigentlich genau das gegenteilige Problem ist. Es muss sich immer weiter beschleunigen und immer im Endeffekt größer wachsen. Soweit. Die Grundlage des Wachstums für Credere, was ist das? Einfach, dass mehr Menschen sich beteiligen am Modell? Oder? Sowohl, dass mehr Menschen sich beteiligen, als auch natürlich, wenn neue geboren werden, die sie dann auch wieder mitmachen. Also es orientiert sich genau an pro Kopf, also an der Bevölkerung. Genau, an der Bevölkerung. Und sonst an nichts? Und sonst an nichts. Es ist nur die Regel, dass im Endeffekt das pro Kopf ausgeschüttet wird und generell im Endeffekt die Verminderung stattfindet. Deswegen gibt es halt auch diese Deckelung, weil das Prozentuale als negativer Effekt, als Deckelung, sorgt dafür, dass irgendwo ein Wachstumsschluss ist. Also es gibt irgendwo eben immer diese Sättigung. Ja, dann im Endeffekt eben zu diesen Veränderungsimpulsen nochmal, was sozusagen dieses Credere dann für mich ausmacht, was es ermöglichen soll. Also das eine ist eben zu sagen, wie gesagt, das Grundeinkommen ist keine Frage der Finanzierung, sondern eine Frage, dass die Leistung erbracht wird. Und wenn sozusagen zukünftig jeder Mensch direkt an der Geldschöpfung partizipiert und nicht im Endeffekt einzelne Banken, einzelne Unternehmen oder irgendwelche reicheren Personen, die sozusagen direkt an diesen Stauben sitzen, ist für mich letztlich das Einfachste, was man an Gerechtigkeit erreichen kann. Jeder bekommt sozusagen die gleiche Partizipationschance an diesem Grundeinkommen und kann damit auch auf den Markt gehen und sagen, ja, ich brauche das und das oder ich möchte das und das und ich möchte gerne, dass diese Produkte produziert werden. Weil der Konsument kann ja erst Konsument auftreten, wenn er tatsächlich auch was kaufen kann. Dann auch eben das mit dem Wegfall der Geldschöpfungsprivilegien. Das heißt, jeder bekommt im Endeffekt die gleiche Zugangschancen letztlich auf irgendwelche Ressourcen, die wir haben. Weil keiner kann mehr aufgrund irgendwelcher anderen Mechanismen, dass er eben kreditwürdiger ist, weil er schon viel hat, bekommt er von der Bank noch mehr Geld und kann noch leichter im Endeffekt andere Ressourcen, Ländereien, Rohstoffe erwerben und sich damit im Endeffekt dieses selbstverstärkende System, dass die Schere auseinandergeht, weil natürlich nur die haben, können mehr bekommen, weil sie aus diesem System profitieren können. Und entsprechend auch, was dann eben dazu kommt, mit diesem Abschmelzen von diesem 1% im Monat, habe ich auch den automatischen Effekt, dass Geldvermögen, die noch irgendwo liegen, soweit sie in Euro bleiben würden, würde denen erstmal nichts passieren, aber soweit die Leute weiterhin Umsätze machen wollen und natürlich immer mehr Menschen Credere nutzen und immer mehr Ausgaben in Credere getätigt werden, müssten diese Personen dann auch, selbst wenn dann noch Dividenden gezahlt werden oder Zinsen gezahlt werden, müssten die auch Credere annehmen. Und damit würden sie aber genau in dieses Spiel einsteigen, dass es ja immer wieder verschwindet. Das heißt, das lässt sich nicht mehr horten, das lässt sich nicht mehr dauerhaft irgendwie speichern oder irgendwie vereinbaren. Und damit würden sich beliebige Vermögen nach und nach automatisch auflösen. Weil im Endeffekt nach 100 Monaten habe ich 100% sozusagen, also es ist natürlich immer von dem aktuellen Wert, aber so mal überschlagsmäßig hat man nach 100 Monaten letztlich der gesamte Betrag hat sich aufgelöst, den man da versucht hat zu halten. Und damit natürlich auch eben dadurch, dass dann Kapital sozusagen kein Alleinstellungsmerkmal mehr hat und nur für bestimmte Personen zur Verfügung ist, sondern jeder eigentlich an Kapital kommt, gibt es keinen Grund mehr zu sagen, ja, ich bringe jetzt Kapital ein und habe damit im Endeffekt irgendetwas Besonderes vollbracht, weil Kapital ist dann für jeden selbstverständlich. Das heißt, niemand kommt mehr in diese Sonderrolle zu sagen, ich bin sozusagen der Kapitalist, weil ich Kapital habe und wenn ich das einbringe, kriege ich irgendetwas von dem, was du erschaffst, ab. Weil jeder hat ja dann das Kapital. Jeder bekommt die gleiche Menge Kapital, so wie beim Monopoly-Spiel. Jeder, der über Los bekommt, kriegt die gleiche Summe und darf dann weitersehen, wie er sozusagen über die Runden kommt. Und genau, und das andere ist einfach so sozusagen diese technische Frage,
dass dieses Ganze, was heute mit der EZB gestritten wird, ob die Maßnahmen, die die macht und die Leute, die da im Endeffekt darüber entscheiden, ob Geldmenge geändert werden soll und irgendwelche Wirtschaftsweisen, die behaupten, man müsse das und das an der Geldmenge ändern, das fällt im Endeffekt alles weg, weil es eben direkt sich an den Menschen orientiert und damit keine manuellen Eingriffe letztlich mehr braucht. Weil alles andere kann sich dann soweit auf dem Markt regeln. Und ja, soweit. Die Frage bleibt dann auch also für mich. Erstmal sozusagen, also mein Vortrag ist soweit durch und wir gehen jetzt in Diskussionen, Gespräche.